Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Wo kommen wir an? Was, warum? Warum kommen wir an und... Komm. Komm, es ist hier lang. Komm. Was ist denn bitte es? Das ist das Tor nach Rapture. Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Wir sind in Rapture angekommen. Und wir öffnen jetzt mal die Tür dorthin. Da, fuck! Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach Alter! Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Alter! Was ist das denn? Was zum... Und was soll ich jetzt machen? Soll ich hier irgendwo hin? Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja. Also das sind quasi alle Möglichkeiten, die es für die Geschichte gibt. Alter! Das ist ein totaler Mindfuck. Das ist totale Mindfuck, Alter. Aber wir fügen uns wieder und schauen mal da rein. Hey! Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Ja, Schicksal. Würde ich sagen, Alter, ich bin gerade... Also ich habe gerade so eine Kinnlade, die geht bis zum Boden, ne? Kann man auch hier auf andere Richtung gehen? Ne. Man muss ja schon hinterher. Krasser Scheiß, Alter. Jetzt können wir hier rein. Okay. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Wahrscheinlich. Ich will aber nicht. Nein! Nein, Mann! Kannst mich mal. Lass mich mit dem Zeug in Ruhe. Ach, Kacke. Mich würde eine Taufe nicht nochmal mitmachen. Ach. Mann, was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt? Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen?
alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes. Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Nein! Was soll denn das? Gehen Sie weg! Sohn! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen! Ein nach Paris! Ich will bloß hier raus! Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein! Er war hier. Hier lang. Jetzt suchen wir wieder nach Comstock, aber den haben wir umgebracht, wie... Hä? Ich verstehe das alles nicht. Wo kommen wir jetzt hin? Und meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja, Mädchen gegen Schulden. Der Herr Lutes. Kommt denn das Geräusch her? Naja, nächste Tür. Was zur Hölle? Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Hä? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Wie? Was? Hä? Die da? Das ist doch nicht... Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Alter. Ich will aber... Hä? Ja, okay. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Hä? What the fuck? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Ich blick da langsam echt nicht mehr durch. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Okay. Hey. Hey, ich spiele nicht mehr mit. Hört ihr? Ziemlich instabil. Ich steig aus. Geht sie zurück. Geht sie zurück. Es geht schon? Spinnst du? Nein, du bleibst schon nicht hängen. Gib sie mir wieder, du Schwein. Es ist soweit. Los. Nein. Nein. Gib mir meine Tochter zurück. Nein. Anna? Oh mein Gott. Anna. Anna? Nein. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance, für uns zusammen zu sein.
Ich weiß bereits, dass sie funktioniert. Aber funktioniert er? Anna. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Bringen Sie uns die Kleine. Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Boah. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, siehst bringen du? Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte und zusammen. Tilgen Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Tilgen Sie. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Ich hab's erlebt. Und tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Oh, weia. Boah, ey, das muss ich jetzt... Moment mal. Sekunde. Ich muss mal eben rekapitulieren. Also, Elizabeth ist also Anna, unsere Tochter, die wir im Austausch für unsere Schulden verkauft haben. Und dann wurden wir... Also, die hat ihren Finger verloren, weil sie durch einen Riss gezogen wurde. Und der Finger war noch bei uns draußen, weil wir Comstock daran gehindert haben, das Kind durch den Riss in die andere Zeit zu werfen. Also, mit dem Kind durch die Zeit zu springen. Alter! Wie versteht denn das? Und jetzt, also danach, haben wir 20 Jahre lang quasi bereut. Und dann haben wir einen Tipp bekommen, wie wir die jetzt zurückholen können. Oder haben uns dann halt unsere eigene Story zusammengereimt, dass wir sie finden müssen. Wobei uns gesagt wurde, sie hieß Elizabeth. Aber... Bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Oh oh. Och nö. Booker DeWitt, bist du bereit Was für die Wiedergeburt? Wieso bist sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles, was war, zurückzulassen? Du bist nicht. Tisch zu machen, wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Versteck ihn in seiner Krippe. Versteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt. Bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Oh. Mein Gott. Wow. Das muss man erstmal schlucken. Ja, ich bin gerade echt geflasht. Ein herrliches Spiel. Ich danke da Ken Levine, Rod Ferguson, Leonie Manshaden, Adrian Murphy, Scott Sinclair, den Art Director, Sean Robertson, Animation Director. Für die Animation waren zuständig Grant Chung, Matt Böhm, Jim Christopher, John McGill und ganz viele andere. Unter anderem auch Kaelin Braid und Chad King und Paul Presley und Laura Zimmermann.
toller Name. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also, wir waren Comstock. Und sind bei Hundert Nie danach, als wir getauft wurden, zu ihm geworden. Ich glaube, ich muss mir da mal eine Aufschlüsselung zu durchlesen. Ansonsten, keine Ahnung. Das will nicht in meinen Channel rein. Aber vielleicht habt ihr die Geschichte ja besser durchblickt als ich. Und wenn ja, dann sagt es mir bitte. Ich hab's nicht genau verstanden. Also, wir waren Booker DeWitt. Sollten nach Columbia und Elizabeth finden. Haben sie gefunden. Haben mit ihr eine Menge erlebt. Unser allerhöchstes Ziel war es, Comstock umzubringen. Und eine Frage, die uns schon immer beschäftigt hat, warum hat Elizabeth einen Finger gefehlt? Dann haben wir Comstock umgebracht. Gegen die Vox Populi gekämpft, die alles kurz und klein hacken wollten, Rebellion halt, und danach haben wir den Songbird kontrolliert, den Siphon kaputt gemacht, damit quasi ein Tor in, also dann hat Elizabeth den Songbird in einer anderen Realität umgebracht. Jetzt fängt er an zu singen. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Was wollte ich jetzt sagen? Also, Elizabeth hat den Songbird umgebracht und hat ein Tor in ganz viele verschiedene Realitäten geschaffen, die alle für sich alleine möglich wären, sobald sich nur eine kleine Sache ändert. Dann haben wir gesehen, wie es dazu kam, dass wir auf die Suche gegangen sind. Wir haben damals unsere Tochter Anna gegen unsere Schulden verkauft, also eingetauscht, und wollten sie dann später, also die Leute, die die Kleine mitgenommen haben, also Anna gleich Elizabeth, mal so zusammengefasst, wollten sie daran hindern, die mitzunehmen. Nur leider ist sie nicht komplett durch den Riss gekommen und ihr fehlt ein Finger deswegen. Aber wir sind erst zu Comstock geworden, nachdem wir bei Wounded Knee getauft wurden. Und alles begann und endete alleine mit uns. Booker DeWitt ist Zachary Comstock. So habe ich das jetzt verstanden. Aber ich möchte euch sagen, vielen Dank, dass ihr bei dem Let's Play dabei gewesen seid und mir zugehört habt, auch wenn es manchmal nicht ganz leicht war. Ich erinnere jetzt eben an die, eben vor zwei Folgen, an die Szene auf dem Schiff. Und ich fände es auch schön, wenn ihr in einem meiner nächsten Let's Plays wieder dabei sein würdet. Aber bis dahin klinke ich mich aus und lasse euch mit den restlichen Abspann allein und sage dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Went back home, Lord, my home was lonesome. Yeah. Went back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers, sisters, cry. See, but then now it's too short. Now it's one too short. Because then it goes, what a home. So here, we'll play it one more time. Went back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers, sisters cried. What a home so sad and lonely. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then... And I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. Sad. We're just missing a line. We'll get the actual. Nothing else. Can we run it through this paper? There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the circle be unbroken by and by or by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky, in the joyous days of childhood. Should be like slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. That's otherwise, cool, there's like, well, otherwise there's just like an abrupt ending, right? All right. Well, what I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away in the beginning first, and then sort of start to play the song, and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit.
feel you guys are so excellent and professional. No, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, sure. Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. So he gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. Joplin, what do you want, Joplin? Rip. Yeah. Joplin. Xtina. Britney Spears and Seal. Anna? Anna, bist du das?